So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Nein, aber Mama gönnt sich, denn Mama ist da, das Muttertier. Ich habe Gönnergy getestet und dann sagt die mir, hast du noch was übrig? Ich habe doch die letzten Sorten auch getestet, daher muss ich doch die neuen Sorten auch probieren. Natürlich hatte ich nichts mehr, jetzt bin ich überall rum, überall. Wir waren in Gera, wir haben da Kaufland, Rewe, alles immer abgeklappert, nichts mehr gefunden. Hier Rewe, nichts mehr gefunden. Kaufland nochmal angerufen, da ist noch was da. Okay, nochmal zu Kaufland hingeschäbert. Und jetzt haben wir sie da. Nochmal die drei neuen Gönnergy-Sorten und nochmal das Muttertier. Weil die alten Sorten getestet hat, wollte sie unbedingt auch die neuen Sorten testen. Da bin ich mal gespannt, ob du das bereust oder ob das so passt. Da hast du auf jeden Fall hier ein Gläschen. Wenn du willst, schenke ich dir da ein, reich dir das dann darüber. Und es war deine eigene Entscheidung, das zu tun. Ich habe dich nicht gezwungen, weil sonst hätte ich gleich mehrere gekauft und hätte nicht noch die Rumrennerei gehabt. Wir haben drei Sorten. Wir haben Sweet Lemon, was eigentlich nur süße Zitronenlimonade sein soll. Wir haben White Peach, was weißer Pfirsich ist. Und Juneberry Jam, was einen Marmeladengeschmack von Juneberry haben soll. Aber was das genau ist oder übersetzen, kann ich nicht. Mit was möchtest du anfangen? Die ist am kältesten. Die andere Zeit konnte ich ja vorhin dann erst holen. Ja, warum mit der Grünen? Damit die anderen noch wärmer werden, genau. Wie findest du das Design? Wie findest du so die Farbe? Doch, gefällt dir das? Das Design ist eigentlich gut. Es glänzt schön und. Ich habe mich über das Design sehr ausgekotzt, weil ich dachte, die anderen, die waren matter. Und kräftiger, das ist halt alles so sehr blechern silbern durch. Ja, das ist halt so. Die Dose wirkt dicker und stabiler, aber wirkt halt irgendwie auch silberner. Und deswegen fand ich die anderen irgendwie von den Farben die erste Chance. Ich weiß nicht mehr, wie die anderen ausgesehen haben. Kann ich jetzt nicht mehr sagen. Ich habe da hinten extra ein Schild, aber das ist jetzt, die waren doch rot und die waren blau und die waren. Ja, gut. Und die waren matt, ja. Dachte ich aber, zumindest. Ich hab's verkackt. So metallig, das glänzt immer schön. Und hier hast du schön die Zitronen hier vorne drauf, also ich finde, und dann hier unten so, das ist irgendwie so, sieht so spritzig aus. Spritzig, ja. Also dir gefällt das, mir gefällt das immer nicht, so Metallic-Look und so. Und weil das irgendwie jede Dose hat einen Metallic-Look fast, und deswegen fand ich, Gönnergy war mal was Besonderes, weil es eben einen matten Look hat. Matten. Ja, das ist wieder schön detailliert, dass du hier da in dem Öl hast du die Zitrone drin, Sweet Lemon, machen wir jetzt mal auf, hier an dem Bibus. Einmal so, schenken dir ein. Übrigens ist das auch von einem ganz anderen Produzenten, als die ersten drei Sorten waren. Und deswegen schmeckt das vielleicht jetzt anders. Natürlich ist es trotzdem wieder mit Süßungsmittel. Ich probiere auch gleichzeitig Süßungsmittel mit. Süßungsmittel ist zweimal nicht so gut. Und das sieht ja jetzt schon so aus wie Zitronensaft, wenn man sich mal eine heiße Zitrone... Die kommt mir auch kein Stück entgegen. Wenn man eine heiße Zitrone sich macht, sieht es auch so aus. Also, ich muss sagen, ich war auch sehr überrascht beim ersten Schluck von Sweet Lemon, weil ich fand, das hat wirklich einen schönen zitronigen Geschmack gehabt. Ja, schmeckt nach Zitrone, ist aber trotzdem halt süß. Ja. Ja, es ist süß. Ziemlich süß. Was macht der Nachgeschmack? Gerade durch Süßungsmittel hast du ja meistens am Ende irgendwie sowas Stumpfes, was sich dann was zu Bauchschmerzen führt, bei mir zumindest. Deswegen finde ich, das fängt schön zitronig an. Aber dann beim Absetzen, ich mag den Nachgeschmack nicht so sehr, wenn ich dann halt ein paar Gläschen oder Schlücke mehr trinke, habe ich schon wieder ein richtig schlechtes Gefühl. Das hatte ich bei den anderen auch. Aber das muss am Süßungsmittel liegen. An dem Süßungsmittel. Naja. Aber Zitrone magst du. Ja. Findest du gut erst. Das geht eigentlich. Hast du jetzt noch keinen Vergleich zu den anderen? Nein, Vergleich habe ich noch nicht. Deswegen kann ich ja noch nicht sagen, ob das andere dann vielleicht noch süßer. Also das schmeckt sehr süß für mich. Da kannst du es auch nicht mit den alten vergleichen, weil die weißt du ja jetzt auch nicht mehr. Nee, da weiß ich aber, dass ich den Cheesecake oder was war das? Den Cheesecake. Den Käsekuchengeschmack. Das war für mich am besten. Dann ist bestimmt das hier, was dann Juneberry Jam ist, so die Sorte, die wie Cheesecake ist von dem anderen. Und das sind halt die anderen normalen. Jetzt haben wir auf jeden Fall. Jetzt nehmen wir die noch hier erstmal. White Peach. Das ist vielleicht sowas wie Tropic oder Dings. Dann ist halt White Peach, hast halt dann hier Pfirsich drin. Ne? Ganz normal, ja. Da ist dein Pfirsich.
Die Farbe ist mir zum Beispiel halt auch wieder ein bisschen zu hell. Ich finde, die ist jetzt nicht kräftig, die ist irgendwie so unscheinbar. Mhm. Das sieht aus wie eine Radlerdose. Das ist mir zu hell. Ich glaube, am besten von der Farbe her finde ich noch das. Deswegen, das wäre mein Favorit von der Farbe. Ich mache es dir mal auf, ich schenke es dir mal ein. Man hat hier, was ich gar nicht wusste, hier unten in dem Nippus ist da ein Code drin, den man auf der Seite bei ihm da eingeben kann und kann dann abstimmen für seine Lieblingssorte, die dann fest ins Sortiment kommt, in den Laden eingeführt. Das sieht aus wie Orangenlimonade, genau. Ja. Sieht aus wie weißer Pfirsich, ja. Deswegen ist es aber auch. Aber es ist doch orange. Mehr grün, oder? Für mich. Weiß ich nicht. Für mich sieht das gelb aus. Sind vielleicht die Farbstoffe noch von den Takis. Jetzt machen wir da nicht mit dem Jonas rum, wir müssen jetzt hier professionell Prost gucken. Ja, schmeckt wie Pfirsich. Schmeckt wie Pfirsich. Ist das jetzt süßer wie der erste oder ist das jetzt nicht so süß? Findest du das jetzt besser? Ich finde es nicht so süß, ich finde es irgendwie besser. Also ist das angenehmer und milder? Ja. Das ist dir zu viel von Süße her. Ja. Schmeckt zwar erst frisch zitronig, aber ja, dann... Ja, aber dann ist das Süße dann. Ich sag wieder, mich erinnert das, wenn ich jetzt in der Apotheke mir doch hier so diese Tabletten hier, diese Multivitamin-Tabletten hole und im Wasserglas auflöse. Die schmecken ja auch meistens nach Pfirsich oder so. Gibt Orange, gibt Zitrone, gibt aber auch welche mit Pfirsichgeschmack. Ich finde, das schmeckt halt auch so. Also es ist auch für mich im Nachhinein wieder so stumpf, aber irgendwie so ein wässriger Pfirsichgeschmack, aber irgendwie halt süß und alles. Aber ich muss sagen, solche Tabletten habe ich eigentlich auch noch gar nicht zu mir genommen. Fand ich den hier besser, weil der hat mich erstmal richtig kräftig mit Zitrone überzeugt, bevor er dann im Nachhinein eklig wurde. Da habe ich von Anfang an beim Trinken einfach nur ein komisches, wässriges Bauchgefühl gehabt. Aber wir haben ja noch einen übrig. Ich sehe, ich beeinflusse dich die ganze Zeit, denn hier sind einfach ein paar Beeren drin. Das ist die schönste Farbe, sage ich. Das ist die Juneberry Jam, willst du sie auch nochmal angucken? Wann hast du nie so Tabletten probiert? Nee. Da drüben auf der Spüle stehen 4 Packungen. Das habe ich doch als Kind schon. Habe ich mir mal eins mitgenommen und mein ganzes Glas auf X reingesoffen. Und dann dachte ich, weil Wasser schmeckt nicht. Also nimmst du sowas, dann bist du fit und gesund. Und dann hast du Sodbrennen gekriegt. Schöne Farbe. Ja, dann machen wir die schöne Farbe noch auf. Und dann füllen wir die schöne Farbe noch ein. Sind das jetzt Heidelbeeren oder was ist das jetzt eigentlich? Juneberry. Was ist das? Junibeere. Heißt doch June und July. Ja, ich weiß, dass das Juni ist. Ja, da musst du halt mal googeln danach, da findest du genau nochmal Bilder, aber vielleicht hast du dann dasselbe drauf wie hier. Jetzt lass mal Prost. Lila. Und mal gucken, wie das schmeckt. Das ist mir gleich süß. Da habe ich noch nicht richtig, da bin ich nur so dran und schon ist das Süße da. Ich finde, das bitzelt auch direkt beim Trinken und ist sehr säuerlich und viel, mit viel Kohlensäure, die merkt man das da am meisten. Das lässt sich nicht gut trinken. Lässt sich nicht gut trinken, sagt er. Also die Kamera verprügeln. Das ist also das Beste bisher, habe ich jetzt rausgehört. Für mich. Also das ist das Schlechteste, das ist danach. Und am besten fandest du den Pfirsich, aber den kriegst du auch aus der Apotheke in Tablettenform zum Auflösen. Ja, ich muss wirklich sagen, mir hat das wahrscheinlich jetzt am besten geschmeckt immer noch, weil das halt erst wirklich wie eine schöne Zitronenlimonade wirkt. Aber der Nachgeschmack passt mir trotzdem nicht, würde ich mir nicht nochmal kaufen. Deswegen habe ich mir im Urlaub auch nochmal den Strawberry Cheesecake geholt und habe dann davon Bauchschmerzen bekommen. Aber ja... Guck mal, von den anderen konnten wir wenigstens das Gläschen leer trinken, aber hier muss ich... Na, weil du jetzt schon so viel davor hast, so, deswegen. Irgendwann ist der Magen halt voll. Nee, aber weil es ist einfach... Ich glaube, wenn ich dir das jetzt mit Milch voll mache, dann kannst du es auch nicht leer trinken. Das ist einfach, ich kann das nicht so, das kleine Gläschen nicht leer trinken, weil der Geschmack so mich anwidert. Okay. Nichts. Die schönste Dose jetzt, aber hat also den hässlichsten Geschmack. Aber das schmeckt dermaßen. Dann warte ich wahrscheinlich noch kurz, bis du das Glas ausgetrunken hast und wünsche dir dann einen schönen Feierabend.
Seht ihr den Genuss? Das ist Gönnergy. Guckt ihr es an. Gönnergy. Für die ganze Familie. Willst du noch was sagen zum Abschluss? Das ist im Nachhinein so. Ich meine, gut, die Geschmäcker sind verschieden. Und ich dachte im Vornherein auch. Bitte? Ich dachte im Vornherein auch. Wie im Vornherein? Weil du nachhinein und dann vornhinein. Weil du gesagt hast, du hast noch nicht mal getrunken und spitzelt dir entgegen. Ja, und du sagst und schon, das ist halt ganz einfach. Das kann man gar nicht trinken mit einmal. Das ist so. Für mich okay. Ist es. Okay. Alles klar. Ja, gut, ich habe es schon gesagt, gell? Meine Favoriten, die Reihenfolge. Also, Mama steht auf Pfirsich. Ja, also Pfirsich geht eigentlich ich immer. Ich bin eher der süße Typ in der Geschichte, der Limonige. Nein, ja, aber ist mir total zu süß. Ich trinke Schwippschwapp und das passt, das mag ich nämlich. Da ist zwar Zucker drin, aber das passt. Aber das ist halt wieder dieses total süße. So. Ja, ich könnte jetzt am liebsten auch. Dann mach halt mal einmal zum Abschluss und dann, sonst muss es der Flan wieder machen. Dann war es jetzt von unserer Seite aus. Ich hoffe, der Monde bringt keine neuen Sorten, sonst will die auch wieder probieren und dann muss ich auch wieder los und muss sie kaufen. Na, was soll es denn da noch geben an besonderen Sorten? Du wusstest nicht mehr, dass Juneberry überhaupt existiert und irgendwann macht er Distel-Balsamico-Extrakt Jam und dann trinken wir das auch. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und euer Muttertier. Jo. Mann, sieht so blass aus. Ciao, tschüss. Ciao. Nur wegen der Juneberry bist du jetzt so blass.